Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spezial. Ich bin Alex von The Creep Jester und meine Pokémon sind nicht ganz fit. So ist das. Und ich habe wieder sehr lange nicht gespielt, das heißt, ich kann wieder eine Beere nehmen. Und irgendwie spiele ich immer nur abends. Dann heile ich mal eben schnell meinen Quapsel. Und reise weiter. Ich bin spät dran, ne? Und ich habe 24 Stunden geöffnet. Selbst wenn ich um 2 Uhr in der Nacht ankommen würde, würde ich meine Pokémon heilen. Das wäre ein bisschen freundlicher, dafür zahle ich schließlich nichts. Püh. Jetzt schauen wir mal. Und ein wildes Pokémon. Ein Quabsel. Aber ich habe schon ein Quabsel. Auf Level 6. Wie sich von meinem inneren Auge immer wieder ein Team aufbaut. Und das dann immer wieder zusammenfällt, weil ich mir denke, das haben schon andere Let's Player benutzt. Das kannst du nicht auch noch nehmen. Erstmal zehnmal gegen die Wand laufen und gegen diese Göre kämpfen. Ich bin kein Trainer, wenn du in einem. Okay. Entschuldigung. Du bist aber ein Trainer. Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ja, mich kannst du nicht mit einem Pokéball abwerfen, das ist echt schade. Oder mit einem Netzfang, Uli. Mit deinem Raupi auf Level 3. Das dürfte Katze ja wohl auch noch schaffen. Zumindest wenn Raupi jeden zweiten Zug dann was wie Fadenschuss einsetzt. Ach komm, zieh's mit 2 KP. Schaff ich doch locker. Ein Volltreffer. Und gewonnen. Noch ein Volltreffer, okay. Ich wusste gar nicht, dass Blubber eine hohe Volltrefferquote hat. Und ich schalte mal hier ein bisschen leiser in meinem Headset, weil ich höre mich selber kaum noch. Und wenn ich mich selber kaum höre, heißt es immer, dass ich anfange zu brüllen, um mich selber zu hören. Und das wird dann unangenehm für euch. Und auch für mich, weil ich dann immer schön den übersteuerten Sound runterdrehen muss. Das bedeutet mehr Arbeit für mich bei Camtasia und darauf habe ich keine Lust. Und wenn ich keine Lust drauf habe, dann kommt meist nur irgendeine Scheiße raus und darauf habe ich keine Lust. Das ist ein ewiger Kreislauf. Außerdem ist 10:30, meine Eltern wollen wahrscheinlich schlafen. Und es sind jetzt Ferien. Und wieder in Hypnose. Mein Zeugnis war... ich bin durchgekommen. Und bin jetzt in der 13. Tja, noch ein Jahr. Und dann war es das auch schon. Und wir treffen auf ein... Quapsel. Komm, gib. Gib mich aus den Augen. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ja, das ist echt schade. Ich hatte nicht vor, irgendeinem Pokémon von mir Blitz beizubringen. Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich vielleicht fangen lassen. Okay, und du hängst an einem Bitterbärenbaum. Wie sich das anhört, an einem Bitterbärenbaum. Und ein Pokéball. Ich will nicht gegen diesen Käfersammler kämpfen. Ach verdammt, ich hätte noch einen Schritt weiter gehen müssen. Okay, dieser Trainer hat sehr viel Pokémon gefangen, also möchte er kämpfen. Klingt fair. Greg. Wieso hält eigentlich das Mädchen, was wir haben, einen Superball in der Hand? Wir haben alle unsere Pokémon bisher mit Pokébällen gefangen. Fragen über Fragen. Was nehme ich für ein Flug-Pokémon mit?
ich glaube, ich schau mal auf Visa-Fans oder so nach. Was so alles für tolle Pokémon gab und wo man die findet. Weil ansonsten, klar, ich könnte Siri nehmen, das geschenkte Habitak. Aber so richtig Lust habe ich jetzt auch nicht drauf. Und Krabsel hält doch bisher echt viel aus. Bin ich erstaunt. Okay, die Raupen sind auf Level 2. Ja. Ich glaube, Kristall war eines der Spiele, wo man schon ziemlich früh in die Pokéliga rein konnte, also wo die Pokémon noch bei einem sehr geringen Level waren. Ach verdammt, jetzt wurde ich vergiftet. Wo man noch sehr früh in die Pokéliga rein konnte. Also mit Pokémon auf Level, weiß ich nicht, 40 oder so. Das ist bei anderen Spielen nicht gewesen. Da bist du mit Level 40 bis da hochkant wieder rausgeflogen. Und noch ein Raupi. Unser Quaps hat schon gut aufgeschlossen auf unser Vollriegel. Das Problem ist, das Flug-Pokémon, was ich nehmen will, das wäre Panzer Eron. Aber das gibt es erst so spät. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Und Greg wurde besiegt. Derp. Oh, warte, wir wollten den Pokéball hier nehmen. Es ist echt ein Pokéball. Okay. Dum-di-dum-di-dum. Ich könnte natürlich auch Hutut in mein Team. Oh, Kopf, wurde besiegt. Ich könnte natürlich auch Hutut in mein Team nehmen. Tag auch. War es im Kühlfensterturm? Nein. Noch nicht. Ich bin zu weit gelaufen. Ich soll zu Hause anrufen. Ja, tu das. Viola City. Und sie sind ihrem Ding treu geblieben. Zum Beispiel, sie haben immer Städte nach Farben benannt. Zum Beispiel, Safronia City ist irgendwie safran-gelb-mäßig und Lavandia ist ja Lavandia. Lavandia lila-mäßig und das ist Viola City wegen Violett. Der Typ hier will tauschen. Gibt mir einen Onix für einen Klofensa. Aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Auf das Aaron. Was ich früher immer Aaron genannt habe, weil ich nicht wusste, dass Aaron mit Doppel-A geschrieben wird. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den hiesigen Arena-Leiter, dann darfst du dich bald zur Elite zählen. Ja, ganz ruhig mit jungen Pferden. Und hier ist der Klofensterturm mit ganz vielen glotzköpfigen Mönchen. Er ist eine Trainingsstätte. Okay. Ja, Klofensa ist eigentlich jetzt nicht wirklich das, auf das man Dingens einsetzen sollte, Quapsel. Also werde ich mal Vollriegel nach vorne schmeißen. Ach, die Musik. Die ist cool. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Ja, wäre auch schön, der Turm bricht zusammen. Tam, tam, tam. Wir werden sterben in den Ruinen des Turms. Spiel ist vorbei. Part 3, Ende des Spiels. Wir sind leider umgekommen. Wir haben zu hart gekämpft. Ja, ich glaube, diese Klopfenzers können nämlich nur Rankenhieb, was sehr effektiv wäre auf Quapsel. Und Quapsel kann nur Blubber, was nicht sehr effektiv auf Klopfenzer wäre. Also. Und für ihr Level 3 geben sie richtig miese Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, wie ich hier teilweise früher immer durchgerusht bin, einfach nur mit einem Vollriegel. Und ich
glaube, das war am Ende, war das wirklich fast ein Igel Lava. Allgemein hatte ich früher mal so ganz, ganz tolle Teams. Oder doch, ich glaube, mir fällt ein Flug-Pokémon ein. Das wird aber echt schwierig auf die Dauer. Nichts effektiv. Und ich frage jetzt mal so in die Runde, wie sieht es mit Offscreen-Training aus, wenn ich später mir Team-Pokémon dazu hole? Soll ich sie Offscreen trainieren oder soll ich es nicht tun und sie trainieren und es euch zeigen? Soll ich da ganze Trainingsparts draus machen oder whatever? Und ja, schreibt einfach eure Meinung dazu. Wobei ich ja meine Abonnenten kenne, ich werde mal wieder kein einziges Feedback erhalten. Und bisher hat hier wahrscheinlich auch keinen den Part eindruckt. Wenn doch, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, wenn ich keine Kommentare sehe, dann weiß ich niemals, warum ich das hier mache. Ich meine, ich kann auch spielen, ohne einen Emulator zu nehmen. Ich habe einen Gameboy und das Spiel. Und will durch die Gegend quatschen, kann ich auch. Also, da muss ich nicht meinen PC mit Videos zustopfen. Okay, noch ein Knofenser. Ja, es ist schließlich hier der Knofenser-Turm. Warum heißt der Knofenser-Turm? Weil dieser schicke Balken in der Mitte sich wie der Hals von dem Knofenser bewegt. Das werdet ihr auch beim nächsten Knofenser wieder sehen. Der wackelt immer so schön hin und her. Ich glaube, der kam doch sogar im Anime vor. Den Anime habe ich sogar gesehen damals, bis... Also die erste Staffel fand ich richtig gut, die zweite war auch gut. Ich habe die gesehen bis irgendwie Maike ging oder so, bis dahin habe ich das gesehen. Bis Maike dann weg war. Dann habe ich noch vereinzelt Folgen mal gesehen, wenn ich wie durchgesetzt bin oder sowas. Aber nicht mehr regelmäßig irgendwas. Also ich habe am Ende keinen Plan mehr gehabt. Ich habe dann jetzt gesehen, dass sie letztendlich auch Rocco komplett rausgeschmissen haben und da verlor für mich das komplett... Nee, war für mich gar nichts mehr, also... Das Einzige, was ich mir da angucken könnte, war dann irgendwie so wie ein kleiner Junge, niemals irgendwelche Pokémon, also immer dem Titel schnappt sie die alle, drei Pokémon fängt und, sie fast nie entwickelt und eigentlich auch elendig versagt in allem und sein Pikachu Level 3426 ist auch in der nächsten Generation nicht schafft. Ein Nebulak, okay, Nebulak ist cool. Könnte ich mir fast schon fangen, ich kann es noch nicht tauschen. Wie er sie dann nicht entwickelt und sein Pikachu Level 4000 irgendwas ist auch in der nächsten Staffel nicht schaffen wird. Nein. Keinen Plan, ein Kukmada zu besiegen. Hilfe, ein Kukmada. Nein, ich habe mich verklickt. Wirbel wie Laub im Wind. Ah genau, jetzt habe ich gesagt, ihr sollt darauf achten, wie Knofenser mit seinem Hals rumwackelt. Ich glaube, das Knofenser hier ist auf einem höheren Level. Da, wackel, wackel, wackel. Zack, zack, zack. Und da habe ich halt immer keinen Bock mehr drauf gehabt, mir die Serie anzugucken. Zumal Ash dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, ja, es ist einfach für Kinder-Pokémon und es soll halt immer für Kinder bleiben. Und es ist nicht gedacht für eine heranwachsende Zuschauermasse. Also versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel die Serien... Serien, die zum Beispiel starten für Kinder in der Grundschule, aber mit den Kindern wachsen. Das heißt immer, sie gehen die Grundschulkinder, gehen dann in die weiterführende Schule, werden erwachsen und die Serie wird auch immer erwachsener. So in etwa. Das wird Pokémon nicht der Fall. Pokémon richtet sich an Grundschulkinder eigentlich auch eher weniger. Ja, so
Grundschule, vielleicht 5., 6. Klasse mäßig. Ich möchte jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rausgehen. Ja, also 5., 6. Klasse Grundschule und das richtet sich auch in 5 Jahren noch an 5., 6. Klasse Grundschule, auch wenn die Leute schon längst dann erwachsen sind. Und die, die es ganz am Anfang gekriegt haben, gesehen haben, die sind inzwischen richtig erwachsen, haben einen Job, haben vielleicht auch schon Kinder und sonst was, wobei ich da jetzt nicht drunter zählen will, dass da irgendwelche Teenies mit 15 Jahren schwanger werden. Darauf fahre ich da nicht hinaus. Und ich nehme an, ich werde diesen Part jetzt auch beenden. Wir sehen dann beim nächsten Mal, wie wir hier diesen schicken Knopfinserturm beenden. Bis dahin, ciao.